Aber war Pornmo ist der nächste Gegner und wir sind noch immer 2 Punkte nur vom Abstiegsplatz entfernt. Ja. Es wird, glaube ich, wirklich eine sehr harte Saison noch und teilweise spielt man gut auf. Was natürlich wehgetan hat, sind die 5 Anfangsniederlagen. Also es waren nicht genau 5, aber die tun halt schon weh und man ist nach wie vor bemüht, Verstärkung zu suchen und ist auch nach wie vor bemüht, hier jetzt zu siegen. Everton kommt auch noch und das ist das 1 zu 0 durch den 2 Minuten gespielt, man führt daheim. So ein klein wenig Glück hätte man gebraucht im letzten Spiel, Taylor. Wahnsinn. Also Taylor, was der jetzt abliefert, auch noch in der Premier League, ist dann Wahnsinn. Okay. Hat Chelsea nochmal 5 Punkte Vorsprung. Leicester mittlerweile Vierter jetzt durch unsere Niederlage. Ja, wir sind auch natürlich abgerutscht durch diese Niederlage. Muss halt sagen, von 4 Spielen. Bei 12 Punkten 5 zu erreichen, da fehlen dir 7 Punkte. Ja, natürlich gegen Bonmot, da ist dann, sag ich mal, auch wieder Selbstbewusstsein gefragt. Auch weit vorne jetzt wieder, da fehlt dann hinten. Ach Gott, wunderschön. Williams. Taylor.
Oh mein Gott, Sovic. Und das war's. Tor. Begovic. Nur nicht aufgeben ist die Devise. 1:1, das ist nicht viel. Referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Wahnsinn, das ist Garnier, der mal da durchgeht ein bisschen. Einen Sololauf. Wow, und der war nicht schlecht. Nichtsdestotrotz gut gespielt, dieser Switch. Ja, okay, 37. Minute, der ist da durchgekommen. Wir wissen, ein paar Haken hat es in der Abwehr. Gibt es in der Abwehr. Und einer ist, glaube ich, dieser Mann eben gewesen gerade, der wahrscheinlich jetzt auch seinen Platz verlieren wird in dieser Startaufstellung und ein anderer nachrückt. Taylor. Oh mein Gott, das war ein Halten von Begovic. Kein Fall. Das gibt es nicht. 1:2, Bodmer. Begovic. Begovic kann nicht alles halten. Das ist unmöglich, Leute. Bitte.
Trotzdem gut gemacht. Von Barrett. Und jetzt machen wir das so, wie ich das zuerst geplant gehabt hätte. Ich sehe auch, das tut weh. Noch ein Lehrer könnte jetzt, wie gesagt, ein bisschen sehr wehtun. Noch der Klatsche schon. Lester. Ja, da steht jetzt die Abwehr von Bormo natürlich gut und will natürlich nichts anbrennen lassen. Bei 83. Minute, Eckball noch. Abseits Kramaric. Das wird es gewesen sein. Wir verlieren auch hier wahrscheinlich gegen Pomo. Ja, so ist es leider. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich hoffe nicht im Tabellenkeller. Haut rein, macht's gut. Ciao.